Das alles zeigt, Jesus Christus hat tatsächlich gelebt. Und die Tatsache, dass er gelebt hat, beweist, er ist Mensch gewesen. Die Tatsache, dass er auferstanden ist, beweist, dass er Gott ist. Und das ist der fetteste Punkt. Angenommen, Jesus hat wirklich gelebt, ist er wirklich auch aufgestanden? Ist er auferstanden von den Toten? Und das ist nicht irgendeine Frage. Hier geht es darum, ist das Christentum wahr oder ist es nicht wahr? Wenn dieser Jesus nicht auferstanden ist, wenn er verwest ist in seinem Grab, dann ist das ganze Christentum nichts wert. Dann lasst uns alle so fair sein und nach Hause gehen. Wir haben gleich noch schick was essen, halten wir alle Kontakt, dann sind wir eine nette Gruppe zusammen. Dann ist das Christentum nicht wahr und du hast keine Möglichkeit, eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater zu haben. Wenn aber Jesus tatsächlich auferstanden ist von den Toten, dann ist auch alles andere, was er gesagt hat, was er dir mitgegeben hat, wahr.